ich verzichte auf Sex und Leute fragen mich, okay, wie kannst du bloß überleben, ja, so in einer Welt, in der ja, Sex eigentlich sehr groß geschrieben ist. Damals, wo ich das übernommen habe, war mir noch nicht klar, dass ich schwul bin. Und wie ich dann für mich klar war und wie ich dann mein Coming Out gehabt habe, da hatte ich halt dann einfach Probleme damit. Man hat da über schwul am Land so wenig erfahren. Man hat das also nicht gewusst. Ich habe vielleicht was gespürt, wollte aber nicht so sein. Das Singen ist mein Leben gewesen oder mein Lebenstraum. Es ist so wunderbar. Es hat mich ja eigentlich auch in vielen Situationen gerettet. Gerade beim Thema, wenn man wandern geht, ist man ja eigentlich ein Teil der Natur, beziehungsweise man will es sein. Aber indem man sagt, man trägt Klamotten, isoliert man sich eigentlich auch ein Stück weit davon. Als Tennisspieler stehst du allein quasi auf dem Platz und alle Zuschauer schauen dir zu. Ja. Da willst du nicht schlecht spielen. Das ist kein gutes Gefühl. Und ganz schlecht wird es, wenn du darüber nachdenkst, was die Menschen draußen über dich denken, wenn du nicht gut spielst. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Wussten Sie, dass es in Deutschland über 600.000 Vereine gibt mit 50 Millionen Mitgliedern? Und ob es Gesangsverein ist oder Sportclub oder Volkstanz, was macht diese Faszination des Vereinslebens aus? Und welche exklusiven Clubs und Vereinigungen gibt es darüber hinaus? Willkommen im Club. Das ist unser Thema heute im Nachtcafé und ich bin sehr gespannt auf ganz unterschiedliche Gäste. Sie, Bernadette Lang, gehören zu einem besonderen Zirkel, dem Kreis der geweihten Jungfrauen. Denn nur 5000 Frauen auf der Welt dürfen sich als Braut Gottes bezeichnen. Was das für ihre Sexualität bedeutet, ob Gott ihnen einen Heiratsantrag gemacht hat, worauf sie verzichten und was sie dafür gewinnen, das hören wir heute von Bernadette Lang. Herzlich willkommen. Schon als Kind waren Sie, Sepp Stückel, Mitglied im örtlichen Trachtenverein, der die Tradition und bayerisches Brauchtum pflegt, wurden später sogar Vorstand. Doch nach Ihrem Outing mit Ende 20 hat sich schnell gezeigt, für offen homosexuell lebende Menschen war dort kein Platz. Also gründeten Sie mit den Schwuplattlern einen eigenen Verein. Hallo im Nachtcafé, Sepp Stückel. Hallo. Erst im hohen Alter ging für Sie, Monika Gutte, ein großer Wunsch in Erfüllung. Als Teil eines erfolgreichen Chors aus Seniorinnen und Senioren singen Sie auf der Bühne Pop und Rock. Jetzt machen Sie das, was Sie als Kind nie gegen Ihre Eltern durchsetzen konnten. Ein Lebenstraum, der gerne noch lange andauern darf. Denn wie heißt der Chor so schön? Heaven can wait. Der Himmel kann warten. Schön, dass Sie bei uns sind. Monika Gutte. Frei und zügig wandern Sie durch Wald und Wiesen, denn Sie, Martin Nitsche, wandern nackt. Am liebsten im Verbund mit weiteren Wanderfreunden, die außer festem Schuhwerk und Rucksack keine Kleidung anhaben. Warum nackte Haut in der Natur für Sie besser ist als teure Funktionswäsche, wie andere Wanderer und Passanten auf Sie reagieren und ob das Ganze überhaupt erlaubt ist. Die nackten Tatsachen verrät uns Martin Nitsche. Herzlich willkommen. Sie, Patrick Kühnen, sind Mitglied eines Clubs, wie ihn wohl nur die Briten erfinden können. Der Last Eight Club, in den nur aufgenommen wird, wer es beim Tennisturnier in Wimbledon unter die letzten 8 Teilnehmer schafft. Ihnen gelang das 1988 mit ihrem Sieg über den damaligen Tennisstar Jimmy Connors. Wie es aussieht in diesem Club, wen Sie dort treffen, das hören wir vom dreimaligen Davis Cup Gewinner Patrick Kühnen. Schön, dass Sie da sind. In Ihren Club, Vesna Vekic, würden viele allzu gerne eintreten. Doch leider haben die meisten Woche für Woche die falschen Zahlen auf dem Zettel. Sie aber hatten das Richtige losgezogen und plötzlich 5 Millionen Euro auf dem Konto. Was tun mit dem plötzlichen Reichtum? Und welche Fehler gilt es zu vermeiden? Um diese Fragen zu beantworten, gründeten Sie einen Club nur für Lottomillionäre. Wir sind gespannt auf Vesna Vekic. Herzlich willkommen. Seit vielen Jahren beschäftigen Sie sich wissenschaftlich mit Vereinen, Professor Annette Zimmer.
kennen die Ursprünge des Vereinswesens und wissen, welche Funktionen Vereine in einer Gesellschaft haben. Sie kennen auch die Gründe für das Vereinssterben und haben bei ihrer Forschung auch die ewigen Vereinsbosse kennengelernt, die einfach nicht loslassen können. Ob Vereinsmeier Fluch oder Segen sind, wir werden es heute von Ihnen erfahren. Guten Abend im Nachtcafé, Annette Zimmer, und herzlich willkommen nochmal an die gesamte Runde. Frau Lang, Sie gehören einem sehr exklusiven Zirkel an, dem Kreis der geweihten Jungfrauen. Das heißt, Sie haben auch geschworen, Ihr ganzes Leben keinen Sex zu haben. Wie lange gehören Sie diesem Kreis schon an? Ja, jetzt ungefähr 1,5 Jahre bin ich in dieser Runde dabei. Also der heißt eigentlich Virgo Consecrata. Also sind ja gottgeweihte Jungfrauen, die ihr Leben lang jungfräulich leben. Ja, hatten Sie davon schon mal gehört hier in der Runde? Sie schütteln den Kopf. Auch nicht. Wussten Sie schon lange, bevor Sie geweihte Jungfrau wurden, dass es diesen Kreis gibt, dass es das gibt? Eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich hatte selber ein besonderes Erlebnis mit Gott, also mit 14, wo ich Gott auf eine besondere Weise erfahren habe. Und dann mit 15 eine Art, ich würde sagen, Berufungserlebnis. Und dann erst später, mit 21, habe ich erfahren, dass es so etwas gibt. Also ich habe mich schon auf den Weg begeben und wusste, okay, es gibt etwas Besonderes in meinem Leben, das mich dazu hinführt. Ist es denn auch sowas wie ein Netzwerk? Also treffen Sie die anderen geweihten Jungfrauen? Es ist ein sehr loses Netzwerk. Also es gibt insgesamt ja 5000 gottgeweihte Jungfrauen weltweit. Mhm. Und das heißt, in kleineren Diözesen, das heißt in kleineren Verbänden, gibt es schon Treffen, aber das ist sehr los, ein bis zweimal im Jahr, also nicht sehr eng. Wenn man Jungfrauen hört und geweihte Jungfrauen, dann muss man klarstellen, sie leben nicht im Kloster. Ja? Sie sind Teil des weltlichen Lebens, aber sie tragen, so heißt es, die Botschaft Gottes in die Welt hinaus. Was bedeutet das? Was ist Ihre Aufgabe? Was ist Ihr Auftrag sozusagen? Ich würde sagen, mein Auftrag ist, schlussendlich die Menschen an ihre Zukunft zu erinnern. Was ist die Zukunft? Ich glaube, dass diese Welt nicht alles ist, sondern dass es ein Leben nach dem Tod auch gibt. Und warum möchte ich daran erinnern? Weil es darum geht, Intimität in anderer Form zu leben. Aha. Also das heißt, ich verzichte auf Sex und Leute fragen mich, okay, wie kannst du bloß überleben? Ja, so in einer Welt, in der Sex eigentlich sehr groß geschrieben ist. Und ich würde sagen, schlussendlich geht es darum, Intimität in andere Form auszudrücken. Mhm. Und das ist auch meine Botschaft. Wir können krasse, tiefste Intimität mit Gott erleben und auch untereinander. Und ich glaube, dass wir lange nicht diese Intimität ausgelotet haben, auch nicht in den Ehen, auch nicht, wenn Leute miteinander schlafen, die eigentlich möglich ist. Sie wurden katholisch sozialisiert. Heißt das, Sie waren immer super gerne schon in der Kirche zum Beispiel? Absolut nicht. Also ich muss sagen, ich bin zwar schon katholisch aufgewachsen, ich komme aus Österreich, vom Land, also da bekommt man das so ein bisschen mit. Ich musste in die Kirche gehen, so. Das war für mich eigentlich die langweiligste Stunde der ganzen Woche. Es musste diese eine Stunde überleben, hatte ich wieder eine Woche frei von Gott. Also das war mein Lebensgefühl als Kind. Ich wurde dann mit 14 eingeladen zu einem Jugendfestival nach Bosnien mit 40.000 Menschen. Und das war für mich der erste Moment, wo ich sagen würde, okay, Gott ist mir begegnet. Und in welcher Form? Also wie würden Sie das beschreiben, anderen, die so eine Begegnung nicht hatten? Ja, es war Gottesdienst. Der Priester hat Messe gefeiert und ich kniete in diesem Sand. Und ich hatte damals eigentlich Zweifel, ob Gott überhaupt existiert. Und ich war auch sehr unsicher, ich habe sehr viele Masken getragen, mich gefragt, okay, was ist überhaupt der Sinn in meinem Leben? Und es war so plötzlich, als würde wie ein Wasserfall an extremer Liebe über mich kommen und ich wusste intuitiv zwei Dinge. Gott existiert und er liebt mich bedingungslos. Und es war wie ein existenzielles Wissen, das mein Herz gefallen ist. Ich brauchte keine Argumente. Und da habe ich mir gedacht, okay, es war wie ein Duft von Abenteuer, der an meine Nase gestiegen ist. Und gedacht, okay, Gott, wenn du so bist, dann gebe ich dir eine Chance. Also ein Duft von Abenteuer, ein Wasserfall der Liebe, der über Sie gefallen ist. Sie hatten dann ein Jahr später auch noch ein weiteres Berufungserlebnis. Aber das heißt nicht, dass Ihr Weg ganz gerade war. Also wenn Sie von Wasserfall der Liebe sprechen, Sie haben auch mal sich verliebt, Sie haben einen Mann kennengelernt, auch dort waren Gefühle da. Definitiv. Haben Sie die zugelassen dann? Ja, also es war so, ein Jahr später bin ich wieder dorthin und
Ich hatte plötzlich eine Stimme in meinem Herzen, wieder völlig aus heiterem Himmel. Und diese Stimme hat mir eine Frage gestellt. Die Frage war: Willst du mir gehören? Und ich wusste, dass das die Stimme Jesu ist. Ich wusste es einfach und ich konnte nicht Ja sagen, weil ich hatte den Generalverdacht, dass Gott extrem langweilig ist, noch immer. Aha. Okay, dann habe ich das hinausgezögert. Ich habe diese Frage zur Seite geschoben. Und dann war, es gab dann auch ein paar Männer, ich war auch jung und ich habe dann angefangen auch mit, ja, zu studieren, es sind Männer gekommen. Und ich muss sagen, ich habe mich zwar schon verliebt, aber ich wusste ganz tief in mir, gibt es dieses Geheimnis und eigentlich ist die Sehnsucht immer größer geworden. Ich möchte gerne Jesus alleine gehören. Aber haben Sie den Beziehungen, auch dieser Form von Liebe, denn dann eine Chance gegeben? Haben Sie irgendwann gesagt, lose, ja komm? Lose. Das waren eigentlich nicht keine tiefen, ernsthafteren Sachen. Ja. Ich bin dann eigentlich relativ schnell dieser Herzenssehnsucht gefolgt. Warum? Weil ich wusste, wenn ich in eine Beziehung gehe, ich werde es wieder abbrechen. Und ich habe gedacht, das ist eine schlechte Voraussetzung für eine Beziehung. Ich werde sowieso diese Beziehung nicht mein ganzes Leben lang führen. Also da war zwar ein Gefühl, da war auch eine Form von Liebe, aber es war nicht dieser Wasserfall. Ja, es war nicht so tief. Es hat mich existenziell nicht so gepackt wie dieses eine Erlebnis. Und so habe ich angefangen, langsam dieser Stimme, dieser inneren Sehnsucht zu folgen. Wenn Sie sagen, Sie verzichten ja konsequenterweise auf diese sexuelle Intimität. Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie eine andere Intimität suchen. Der Verzicht auf sexuelle Intimität, ist es für Sie denn ein Verzicht? Oder sagen Sie, ach, wir überschätzen das oder insgesamt ist das überschätzt und gar nicht so wichtig? Ja, also ich würde schon sagen, es hat eine Dimension von Verzicht, aber dieser Verzicht ist für mich nicht sehr groß. Warum? Weil ich eine sehr, sehr tiefe Intimität mit Gott erfahre. Und wir sagen auf emotionale Art und auf spirituelle Art. Also es gibt eine emotionale Intimität und eine spirituelle Intimität, die sehr tief ist und sehr erfüllend, sodass ich sagen muss, ich weiß, es ist eine menschliche Dimension und es ist eine Art, wie wir Intimität erleben können. Aber weil ich so eine Tiefe erlebe, deshalb fehlt mir das eigentlich nicht wirklich. Und auch so dieses Gefühl, ja, einerseits verzichten Sie natürlich auch auf Kinder und auf eine Zweisamkeit, diese enge Zweisamkeit mit einem Partner oder einer Partnerin. Das ist auch etwas, was Sie auch nicht als Verzicht empfinden, oder? Ja, also ich habe vor 3-4 Jahren hatte ich ja dann noch einmal so eine Probephase. Ich habe mich in einen jungen Mann sehr verliebt. Ah, okay. Und dann habe ich noch einmal wirklich das sehr geprüft. Ich habe gedacht, okay, ich weiß eigentlich, was mein Weg ist. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich nehme ein weißes Blatt Papier und jetzt nehme ich noch mal alles weg und mache alles neu. Und vielleicht ist es doch Ehe, vielleicht ist es doch Partnerschaft. Und ich bin auch mit diesem jungen Mann dann wirklich auch ein Level tiefer gegangen. Ich habe ganz ernsthaft gefragt, okay, vielleicht ist doch mein Weg anders. Ah, okay. Ja. Und ich habe auch zugelassen, dass mich, ja, ich habe mich verliebt und so weiter. Und ich habe nicht mit ihm geschlafen. Ich wollte sagen, bei der und so weiter wollte ich jetzt nicht nachfragen, aber da sind Sie jetzt schon selbst drauf gekommen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Prüfung schlussendlich war es für mich auch wieder klar, okay, eigentlich ist da etwas noch viel Tieferes in mir drin. Diese Sehnsucht, der ist folgen will, Jesus alleine zu gehören. Und auch dieser Stand der geweihten Jungfrau trägt eine besondere Dimension, nämlich Braut Jesu zu sein. Also das heißt, was wir verkörpern ist, Jesus ist ein Bräutigam und wir leben in einer gewissen Exklusivität mit ihm. Wie hat denn Ihr Partner oder derjenige, in den Sie sich verliebt haben, reagiert, als Sie ihm dann gesagt haben, pass auf? Also er wusste es eigentlich von Anfang an, was meine Geschichte ist. Er war auch sehr sorgfältig damit umgegangen, sachte, aber trotzdem waren Gefühle auf beiden Seiten. Und wir haben versucht, irgendwie das gemeinsam gut auszuloten. Ich glaube, es war nicht einfach. Es war schon mit viel Schmerz verbunden. Ich würde sagen, es war für mich eine harte Erfahrung, aber die beste, die ich machen konnte, auch um meinen Weg noch mal gut zu prüfen. Sie hätten ja auch Nonne werden können. Und in einem Kloster leben. Warum war das nicht Ihr Weg? Ja, ich muss sagen, für mich klingt das ein bisschen zu langweilig. Also ich mag gerne ein Abenteuer. Ich bin gerne viel unterwegs, auch in der Welt. Ich lerne sehr gerne neue Menschen kennen. Es gibt ja auch eine richtige Bewerbung für eine sogenannte Kandidatur. Das, was wir besprechen, lief ja über einen längeren Zeitraum. Ja, das war dann auch ein mehrjähriger Prozess noch einmal. Aber am 15. August 2022 war es dann soweit im Salzburger Dom. Sie wurden geweiht. Erzählen Sie mal,
Welche Erinnerungen haben Sie vor allem an diesen Tag, wenn Sie die Atmosphäre beschreiben? Ja, ich habe sehr lange auf diesen Tag gewartet. Ich habe mich ja 10 Jahre vorher, habe ich schon ein persönliches Versprechen immer gemacht für ein Jahr. Und dann war es wirklich so, dass ich ja, die Kandidatur waren 4 Jahre ungefähr, schon sehr gewartet hat auf diesen Tag. Ich kann mich erinnern, ich bin in diesen Dom hineingegangen und es ist ein sehr langer, breiter Gang und es waren all diese Menschen, fast an die 1000 Menschen mit dabei. Viele habe ich persönlich eingeladen und ich habe mich noch nie so frei gefühlt. Und ich selber habe gespürt, wie eine unglaubliche Kraft durch meinen ganzen Körper strömt. Es war wie, wenn ich unter Strom stehen würde. Es war sehr, für mich ein sehr, sehr, sehr beeindruckender Moment. Und Sie haben das schon so bildlich beschrieben und trotzdem zeigen wir Sie noch mal. So sah das aus an diesem Tag im Salzburger Dom. Bist du bereit, dich durch die Jungfrauenweihe unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn Gottes, auf immer zu verbinden? Ich bin bereit. Auf jeden Fall besondere Bilder. Wie ist das, wenn Sie das sehen, wenn Sie diese Worte hören? Können Sie sich das, Sie machen den Mund ganz weit auf, Frau Gutte? Ich habe die Luft weg. Ja. Einerseits finde ich das, also irgendwo kommt dieses Glücksgefühl, geht auf mich über, wenn du das so erzählst. Andererseits denke ich, das ist doch nicht möglich. Das kann man doch nicht leben. Ja, ja. Nun ist es so, dass viele ja auch mit der Ehe ein Versprechen geben, aber oft werden Ehen wieder geschieden. Die Welt ist voller Überraschungen. Ne? Sind Sie offen nach wie vor für andere Menschen oder würden Sie wirklich auch Stand jetzt, Sie sind ja Anfang, Mitte 30, würden Sie jetzt sagen, ja, das ist der Weg und das wird er immer bleiben? Also für mich ist er definitiv, weil ich habe das wirklich für mein Leben so erkannt, auch schon hart geprüft. Ja, ich trage auch einen Ehering, also man bekommt auch einen Ring. Mhm. Ja, und für mich ist es auf ewig. Das ist natürlich, ja, ich hoffe, dass ich das auch so leben kann. Also ich würde sagen, es hängt auch von, ja, Gott ab, ob er mir die Kraft gibt. Mhm. Aber ich weiß, Jesus ist treu und ich will auch ihm treu sein. Und ich weiß, dass ich aber auch diese Beziehung pflegen muss. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, jetzt mache ich nichts. Also das Versprechen muss ich erneuern immer wieder. Ja, also ich würde sagen, ich treffe diese Entscheidung auch jeden Tag wieder neu. Mhm. Und deshalb war für mich dieser Schritt nach diesen 10 Jahren nicht so groß. Wenn ich sage, okay, jetzt auf ewig, war für mich nicht so groß, weil ich jeden Tag eigentlich diese Entscheidung treffe. Jesus, ich möchte dir alleine gehören. Und Sie könnten den Club, also den Club in Anführungsstrichen, auch ohne Folgen wieder verlassen? Also es ist nicht so einfach. Also es muss dann definitiv vom Bischof gelöst werden. Manchmal geht das sogar dann bis nach Rom. Aber ja, es ist definitiv nicht vorgesehen und auch nicht mein Wunsch. Also vielen Dank für diese besonderen, sehr persönlichen, für manche sicher irritierenden Einblicke in Ihr Leben und in diese Gemeinschaft. Vielen Dank. Sehr gerne. Gehört das zum Wesen eines integren Vereins, dass man reingehen kann, freiwillig in der Regel, aber auch wieder rauskommt? Da kommt man wieder raus und ich fand das sehr interessant, die Ausführung, weil also das entspricht also einer Tendenz, warum auch Vereine ein bisschen Probleme haben. Mhm. Weil das ist ja eine sehr individualisierte Form der Gemeinschaft, ist sehr lose. Sie haben ja gesagt, Sie sind deshalb nicht in ein Kloster gegangen, weil Kloster eben so langweilig ist. Und das Klosterleben ist eigentlich die klassische, die alte Form, wie Sie auch bei traditionellen, also Vereinen finden, dass man in einer bestimmten Gruppe eine Intimität hat von Personen. Und Sie haben ja eine unheimlich individualisierte Intimität. Das sind ja Sie, der Rest der Welt und Gott. Sie, Herr Stückel, sind sehr traditionsverbunden und zwar mit einer bestimmten Tradition des Volkstanzes. Also wenn Sie uns das beschreiben würden, auch denen, die keine Erfahrung damit haben, was ist das Tolle am Schuhplatteln?
Also Schubladeln ist ein Teil vom Volkstanz, vom bayerischen Volkstanz. Ja. Also ich tanze gern, als Junger schon. Und dann ist halt das Schubladeln ist halt, ja, noch ein bisschen schwierigerer Volkstanz. Man kann das nicht auch mit einer, zwei Proben. Man muss das also schon öfters üben. Ist es das, was Sie fasziniert, dass man sich da schon reinhängen muss? Ja, es ist ja, der Schubladler ist ja ursprünglich ein Werbetanz. Er wurde ja von den Burschen gemacht. Aha. Und den gab es, diesen Werbetanz, schon früher als wie die ersten Trachtenvereine. Der Werbetanz ja ist ja den Auerhahn nachgemacht worden, wie der balzt um seine Hähne. Also und so ist halt so, dass die Burschen, hauptsächlich in Bayern, aber es gibt es ja in Tirol und gibt es in Südtirol und in der Schweiz, die dann um das Mädchen balzen. Mhm. Und aus dem Volkstanz raus, wo man mit dem Mädchen tanzt hat, hat man das Mädchen dann loslassen und hat noch besondere Sprünge, besondere Schläge nach Musik, vielleicht sogar purzelbaumig geschlagen, um dem Mädchen zu imponieren. Dann wollen wir uns diesen Werbetanz doch auch mal ansehen, würde ich sagen. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Also was Sie da sehen, ist dann wahrscheinlich von den Schublattlern. Ja. Da geht es nicht um Frauen. Ja, genau. Frau Gutte, Sie kommen aus Hamburg. Haben Sie da einen Sinn dafür, wenn Sie das so sehen? Also ich bin offen für alles. Ja. Insofern, ich habe das auch schon als Kind und schön gefunden, wenn ich das irgendwo gesehen habe. Mhm. Wir hatten damals in Hamburg ein Restaurant, das hieß Zillertal. Da trat auch eine bayerische Band auf. Da gab es lange Biertische. Das gefällt ihm, ja. Mhm. Und dann gab es da auch Leute, also Menschen, die kamen und da Schublattler gemacht haben. Das fand ich immer faszinierend. Sie haben sich ja auch engagiert. Sie haben viel Freizeit investiert, viel Energie investiert, dort in den ortsansässigen Verein. Dazu muss man sagen, Sie kommen aus einem Ort, in dem Sie heute noch leben, ne? Ganz idyllisch am Staffelsee. Aber irgendwann ist es zum Bruch gekommen. Warum? Also ich komme aus Uffing am Staffelsee, war als Kind schon, also meine Eltern waren ja schon im Trachten, vor allem mein Bruder, meine Schwester, war als Kind schon mit dabei und habe dann mit 21 schon den Vorstand übernommen, weil sich sonst niemand bereit erklärt hat und habe das dann insgesamt 20 Jahre geführt. Aber eben dann, damals, wo ich das übernommen habe, war mir noch nicht klar, dass ich schwul bin. Mhm. Und wie ich dann für mich klar war und wie ich dann mein Coming-out gehabt habe, da hatte ich halt dann einfach Probleme damit. Wenn Sie das noch mal so für sich auch beschreiben, ich glaube, Sie sind so mit 28, 29 damit raus. Warum war das vorher nicht möglich für Sie, offen selbstverständlicher? Es war, also wenn ich jetzt druck denke, hätte es mir damals schon klar sein sollen, aber vom Land und damals, also ich bin ja 52 geboren, bin jetzt 71, man hat da über schwul am Land so wenig erfahren. Man hat das also nicht gewusst. Ich habe vielleicht was gespürt, wollte aber nicht so sein. Ist das richtig, dass Sie sogar ein Eigenheim gebaut haben mit Kinderzimmer so im Kopf, mit der Idee, Familie, Frau, Kinder, das alles? Ja, ich habe ein Haus gebaut und das so, dass ich also mit Familie. Aber jetzt wohne ich mit meinem Mann da im Haus und jetzt haben wir statt ein Kinderzimmer halt ein Büro. Ja, man muss praktische Lösungen finden, oder? Wie schwer haben Sie sich denn getan? Sie haben gesagt, man wächst in diesen Verein rein. Sie sind ja auch katholisch aufgewachsen. Das mit dem Schwulsein dann zusammenzubringen. Also da ist natürlich das Katholische, also es war ja am Anfang, wie ich da wirklich dann überlegt habe und so weiter, da war es ja vom katholischen Glauben her noch eine Sünde. Und dann hat die katholische Kirche irgendwann einmal gesagt gehabt, also es sei Krankheit. Ich wollte also nicht krank sein und Sünder wollte ich also auch nicht sein. Darum war das vielleicht auch noch viel länger, dass es bei mir so gedauert hat. Und ich bin also nicht mehr in der katholischen Kirche, obwohl ich Ministrant war und Hilfsmesner und so weiter. Ich bin in der Zwischenzeit eben bei den Altkatholischen, weil die viel liberaler sind. Wie waren denn die Reaktionen im Ort und auch im Trachtenverein auf Ihr Outing? Solange ich praktisch alleine war, solange ich also jetzt nicht einen Freund dabei gehabt habe, war das, da hat man einfach nicht drüber gesprochen. Aber dann, wie der Freund dann mit dabei war oder ein Freund, der wurde halt dann geschnitten, nicht akzeptiert, nicht mit eingeladen. Und das wollte ich halt nicht.
Da habe ich dann mich halt gewehrt dazu. Und das war dann auch der Grund, warum ich dann, also eben 20 Jahre vorstand, also die ersten 10 Jahre sind gut gelaufen, da war es für mich noch nicht klar. Dann habe ich es selber verheimlicht, dann ist nicht so toll sichtbar gewesen, aber erst wie es dann sichtbar war, dann wollte ich dann nicht mehr, weil ja, ich lasse doch meinen Freund oder meine anderen schwulen Freunde nicht irgendwie diskriminieren. Wenn Sie das, ja. Wenn Sie das hören, so integrativ ja, Vereine sein können, können Sie auch ganz schnell was Ausgrenzendes haben? Mhm. Absolut. Also man hört ja raus, dass da ein großer Schmerz damals ja auch vorhanden war. Und diese Identität ja sozusagen dann auch preiszugeben, wenn man ja so will, das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt. Und wenn wir jetzt die Uhr noch mal zurückdrehen, in der damaligen Zeit, ist ja, heute ist man ja, denke ich mal, viel liberaler, aber damals, in der damaligen Zeit, das muss man sich vor Augen führen, das war schon alles andere als einfach. Das kann man schon auch deutlich spüren. Mhm. Kann das ein Nachteil sein von Vereinen, wenn die so sehr geschlossen sind, dass wenn jemand anders ist, dass man die dann nicht haben will? Naja, wir sind ja willkommen im Club und Clubs haben auch die Tendenz, sich gegenüber anderen ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Und gerade wenn es also gesellschaftliche Umbrüche gibt, wie also zu der Zeit, also heute denke ich, ist es kein Thema. Wir werden ja auch eingeladen und vertreten, ja. Bayern und so weiter. Ja, aber es gab eine Zeit, wo das ziemlich also strikt war und doch schwierig. Was sagen Sie? Ist der Kampf ausgefochten oder ja, arbeitet also da gibt, noch was? Es gibt schon, also ich habe es ja selber erfahren, dass wir also schon was erreicht haben. Also ich habe ja vor 2 Jahren also den Bayerischen Verdienstorden gekriegt, weil ich das. Erstmal Gratulation. Ja. Und das in Bayern, also den Bayerischen Verdienstorden. Also wir haben was erreicht und es gibt Vereine, also es war bei unserer Gründung von den Schublattlern, die haben wir ja in München gegründet, hat es also schon Trachtenvereine in München gegeben, die hatten kein Problem. Aber die Trachtenvereine mehr am Dorf, die hatten Probleme. Und bei mir war es halt besonders schlimm. Ein anderes Vereinsmitglied, der mit mir also Gründungsmitglied war, der führt in der Zwischenzeit seinen Heimatverein wieder, großen Vereinen, die heuer das große Gaufest vom Gauverband 1 haben. Also da ist kein Problem mehr. Ich weiß nicht, warum es bei mir war, weil das auch meine Freunde waren. Aber also, bei mir war es ziemlich schlimm. Es waren auch Freunde, die Sie dann abgelehnt haben? Ja, ich bin ja da praktisch als Kind schon in den Verein gekommen. Mhm. Ich war zuerst bei der Jugend, dann bei den Aktiven dabei. Man war ja nicht nur im Verein zusammen, man war ja auch in der Freizeit zusammen. Man war miteinander bergsteigen, miteinander Urlaub fahren, miteinander also eben tanzen gehen. Und da kam es so, dass sogar aus dem, also es kam dann so weit, aber das war dann erst nach der Gründung von den Schublattlern, das haben sie halt dann, weil es so öffentlich wurde, so in die Presse kam, dass der Verein auf mich zugang, ich war dann immer Vorstand, war aber noch immer Mitglied und bei Festen dabei, dass sie mich gebeten haben, ich soll nicht mehr mitgehen. Und wenn ich schon nicht mehr mitgegangen bin im Ort, ist dann einer meiner besten Freunde, der von dieser Gruppe raus, von dem Umzug raus, auf mich gespuckt hat. Also so weit ist es gekommen. Das arbeitet nach, oder? Sowas? Ja, es ist so, weil man sieht, dass bei anderen Vereinen oder dass die Gesellschaft schon geändert hat. Man sieht es ja auch. Wer kam denn auf die Idee? Schwuplattler. War das auch Ihre Wortschöpfung? Na. Also auf die Idee Schwuplattler, also auf den Namen Idee, ja. Das hat sich halt eben von Schublatteln und Schwulsein so ergeben. Das haben wir uns schon zusammengereimt. Genau. Ja. Und wie wir, also der Verein oder halt die Gruppe kam eigentlich zusammen. Ich habe dann, ich wollte am Anfang, habe ich mir gedacht, ich muss also vom Ort weg, ich kann nur in München leben und kam aber nicht weg, weil ich habe in Uffing gearbeitet, ich habe in Uffing mein Haus, ich habe in Uffing die Vereine, war da Vorstand und musste ja also eben das übergeben. Und dann hatte ich aber in diesen 3 Jahren schon so mich gefestigt, dass ich mir gedacht habe, warum soll ich davonlaufen? Ich bin der gleiche Mensch wie früher. Wenn Sie hören, auch was er erlebt hat, und wir haben ja auch über die Kirche gesprochen, Sie sind geweihte Jungfrau, aber Sie sagen ja auch, Sie sind offen der Gesellschaft gegenüber. Wie sehen Sie das, dass es die katholische Kirche schwulen Männern, Lesben, Homosexuellen so schwer gemacht hat und immer noch macht? Ja, ich glaube, es ist keine einfache Geschichte. Und ich glaube, man muss auch
Also ich finde es auch beeindruckend, einfach auch deine Geschichte so zu hören und zu schauen, okay, wie ist es dir gegangen? Also ich glaube, es hat viel mit Identität zu tun und da muss man schauen, okay, was ist eigentlich unsere tiefste Identität und was bedeutet es? Und ja, wie kann man Formate finden? Also mir tut auch das Herz weh, wenn ich das alles höre, wie diese Ausgrenzung so stattgefunden hat, weil ich glaube nicht, dass es der Weg Jesu ist, dass er, ja, also er macht solche Dinge nicht, sondern die Würde des Einzelnen muss immer gesehen und gewahrt werden. Ich glaube, das ist mal so das Wichtigste. Und, ja. Also, ich muss da jetzt wirklich also ergänzen und sagen, also der Priester vom Ort, der katholische Priester, der war mir eine große Hilfe. Der stand zu mir. Mhm. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ja. Ich hab dann dort aber oder halt in meinem Leben halt dann auch erfahren von der altkatholischen Kirche, die Schwulen gegenüber eben offener ist, liberaler ist, die uns dann 2010 schon den kirchlichen Segen gegeben hat. Das, was sie jetzt bei der katholischen Kirche, der Papst hat das ja jetzt erst neu gemacht. In der Zwischenzeit bei der altkatholischen Kirche kann man jetzt heiraten auch. Ich bin also mit meinem Mann verheiratet, also verpartnert und den Segen von der Kirche. Aber der Pfarrer vor Ort, der hat mir geholfen, mit dem habe ich gesprochen und der hat dann, weil ich gesagt habe, wenn du nicht mehr in Uffing bist, dann trete ich, in Bayern muss man austreten, dass man wieder altkatholisch werden kann, dann trete ich aus und werde altkatholisch. Und der hat dann gesagt, wenn es dir hilft, mach es gleich, ich bleibe dein Pfarrer. Wie wichtig war es auch, dass Ihr Mann Manfred erstens die Leidenschaft teilt und dass Sie mit dem durch diese Zeit gehen konnten? Also es war oder ist wichtig und er, also die Gründung von diesen Blattlern ist eigentlich so entstanden, von den Schublattlern. Ich habe natürlich in München in der Szene immer mehr Leute also auch getroffen, die vom Land kamen, die in der Stadt gewohnt haben oder nur in die Stadt gefahren sind, die schublattelt haben. Und dann haben wir mal gesagt, Mensch, warum machen wir mal eine Blattelprobe wieder? Die meisten kamen nicht mehr raus oder fühlten sich da nicht mehr wohl. Mhm. Und dann habe ich organisiert und meinen Raum organisiert. Und Musikern, ich muss sagen, also nicht alle vom Dorf. Also mein Freundeskreis hat sich geändert, aber ich habe wieder einen Freundeskreis. Und mein damaliger Musiker vom Verein, der ist mit mir mitgefahren in die Stadt, hat die erste Blattelprobe gespielt. Und das war dann so ein Gaudi, so ein Hetz. Also es hat uns so gefallen, dass wir gesagt haben, das machen wir jedes Monat. Und dann kam im zweiten Monat schon eine Anfrage zu einem Auftritt. Und dann ja, wurden wir bekannt, dann war im nächsten Jahr schon Anfrage in München auf dem Tollwut zum Blatteln. Da haben wir mit zwei Blattlern, die wir gerade gekannt haben, es war das Problem, die Leute kamen alle von anderen Gegenden, andere Vereine. Dieser Schublattler, es war vielleicht sogar der gleiche Blattler, die gleiche Musik, aber die hatten eine andere Schlagfolge. Wir mussten uns einigen. Und da bei diesen ersten Proben war mein Mann schon mit dabei. Und da hat er das lernen müssen. Der ist also dann, ich glaube, nach drei Proben schon mit aufgetreten. Er war so nervös, dass er bei der ersten Runde nur so stehen geblieben ist. Aber das verbindet natürlich in der Zwischenzeit. Er blattelt jetzt nicht mehr, weil es eben sein Knie und also Arthritis und Arthrose. Aber Sie sind nach wie vor? Ich gehe in die Probe noch, aber öffentlich auftreten also nicht mehr. Schade, wir hätten Sie natürlich sofort auch gerne gesehen. Aber vielen Dank. Vielen Dank, Herr Stückle. Wenn wir jetzt über Vereine reden, dann gibt es ja auch immer so diese Kritik, das ist so Vereinsmeierei, das ist alles spießig. Ist da manchmal was dran? Ja, wir haben ja, naja gut, also manchmal kann es spießig sein. Wir haben ja Beispiele schon gehört, also wie spießig also Ihre vorhergehenden Vereinskollegen waren. Und wir haben das genau das andere auch jetzt gehört, dass also gerade, also wenn man neu kommt in neue Umgebung, in eine Stadt und dann praktisch dann doch irgendwie seine Tradition bewahren möchte, das ist eigentlich auch was Typisches von Vereinen. Und stellen wir uns eins mal vor, Frau Zimmer, stellen wir uns mal vor, es gibt keine Vereine. Was wäre dann? Also was ist die soziale und auch die gesellschaftliche Funktion und Leistung von Vereinen? Ja, die ist wahnsinnig. Ich glaube, das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Also es wird auch nicht berücksichtigt, wie viel eigentlich also Dienstleistungen sozusagen ehrenamtlich von Vereinen also erbracht werden. Das ist unheimlich viel. Ne? Also wenn man bei der Kultur anfängt oder also über den Sport hinausgeht oder auch eigentlich das ist eine Form von organisierter Selbsthilfe, dann wenn neue Interessen entstehen, also es ist ein unglaubliches Spektrum. Also wir können froh sein, dass wir diese Form der Vergemeinschaftung haben. Mhm. Frau Gutte, aus dem Bauch heraus, was bedeutet Ihnen das Singen?
Das Singen ist mein Leben gewesen oder mein Lebenstraum. Es ist so wunderbar. Es hat mich ja eigentlich auch in vielen Situationen gerettet. Was lieben Sie, also was singen Sie auch am liebsten? Am liebsten singe ich Rock und Pop, was ich jetzt ja auch tue. Und früher als Kind habe ich ja alles gesungen, im Radio mitgesungen, was gesendet wurde. Ich bin 1944 geboren und ich bin aufgewachsen mit Wenn der weiße Flieder wieder blüht und solche Geschichten. Ja. Und habe die auch mitgesungen. Und Sie waren ja auch ganz früh schon mal im Chor, aber konnten das nicht ausleben, über Jahrzehnte nicht. Wir reden noch darüber, warum. Aber beschreiben Sie mal, wie haben Sie denn erfahren mit 69 Jahren, dass es da diesen ganz besonderen Chor gibt? Es war ein Aufruf in einer Hamburger Zeitung. Ja. Und dass dieses St. Pauli-Theater, kann ich ja ruhig sagen, ein Casting veranstaltet für Leute ab 70, die wollen Rock- und Popchor machen. Für Leute ab 70. Und was haben Sie gedacht, als Sie es gemacht haben? Ah, da muss ich hin. Ich war zwar noch nicht 70, ich war erst 69, aber ich habe gedacht, ich versuch's. Und wurde das ein Thema, dass Sie erst 69? Ja, klar. Ja. Sie waren zu jung. Die Rückmail auf meine Bewerbung sah, Sie sind leider zu jung. Also das 70. Lebensjahr sollte vollendet sein. Daraufhin habe ich zurückgeschrieben, also das höre ich ja selten, dass ich mit 69 für irgendwas zu jung bin. Aber wenn Sie mich am 13. Januar 2014 um eine Minute nach 12 Uhr mittags brauchen und eine fetzige Alte suchen, dann komme ich. Gab's denn und haben... Konnten Sie? Wurde zum Casting eingeladen. Oh, zum Casting. Wie war das Casting? Was haben Sie gesagt? Ich sollte dann, wir waren zu fünft. Ich weiß gar nicht mehr alle anderen, die dabei. Ein paar sind jetzt auch noch dabei bei dem Chor. Und ich habe vorgesungen, dieses 16 Tanz auf Deutsch. Bulli Bullan damals mit 14 Jahren Finger alt. Schickt Junge an. Ja, er war der Jüngste, aber er war schon ein Mann. Ein Mann wie ein Baum und so stark wie ein Bär. So fuhr er das erste Mal übers Meer. Sie hieß Marianne und war sein Schiff. Und haben Sie dann so dagestanden oder haben Sie auch so gegroovt? Nö, ich habe auch gegroovt dabei. Ja? Also Jan-Christoph Scheibe, unser jetziger Chorleiter, und der das hat damals auch mit beurteilt, das Casting. Der saß am Klavier und spielte dann eben auch die Melodie. Ja. Der kennt ja auch alles. Der kennt ja alles. Und ein Genie ist das. Und dann habe ich noch, hat er noch gefragt, ob ich auch noch was Moderneres kann. Und dann war mir eingefallen, Elvis Presley, Return to Sender. Und das haben Sie dann auch? Habe ich dann auch noch. Und bin dann zwischendurch auch in die Kopfstimme musste ich gehen. Oh, okay. Und das habe ich ja auch ohne weiteres gemacht. Und dann war ich genommen. Ist das schon auch so Ihr Ding? Sind Sie so eine Bühnenfrau? Ich bin eine Rampensau. Eine Rampensau. Ja. Dann wollen wir die Rampensau auch mal in Aktion sehen mit ihrem Chor. Wir sind unverkennbar, setzen uns ein Denkmal. Ja. Sie swingen gleich wieder so mit, das ist auch schon Lebensfreude für Sie, oder? Ja, das ist Lebensfreude für mich, das ist seelisches Gleichgewicht, das ist... Ja. Eine Rettung aus Tiefs. Ich habe manches Mal als Jugendliche habe ich gedacht, oh, was soll der ganze Scheiß? Ich springe vor den Zug. Aber dann habe ich doch wieder gesungen wie eine Blöde.
immer in der Hoffnung, entdeckt zu werden. Laut! Damals gab es noch kein YouTube, weißt du? Aber erzählen Sie mal, wenn Sie haben schon so oft jetzt auch das angedeutet, dass es Ihnen auch mal nicht gut ging. Warum haben Ihre Eltern, um da mal anzufangen, Sie denn nicht unterstützt dabei? Oh. Okay. Ja. Schwieriges Kapitel mit den Kindern, die im Krieg geboren worden sind. Mhm. Vater war lange in Sibirien. Mutter war mit einem Einzelkind in Hamburg mit den Bombenangriffen natürlich auch überfordert, hatte Wahnsinnspläne selber als Jugendliche gehabt. Mhm. Wenn es dann ums Singen ging, sagte sie immer, meine Tochter wird Ballerina. Aha, das heißt, Sie haben Ihre Träume leben sollen. Sie wollte Ballerina werden. Okay, und sollten Sie dann? Und das muss ich natürlich erfüllen. Wir hatten nicht zu essen, aber wir gingen in die teuerste Ballettschule Hamburgs mit 4 Jahren. Okay. Und singen war also nicht Ihre Zukunft? Nö. Und Ihre Mutter ist dann verstorben? Ist an Krebs gestorben, ganz jämmerlich. Es hat Krebs gekriegt, als ich 13 war und ist gestorben mit 15 Jahren. Ich war dann kurzfristig für den meine Mutter hatte das alleinige Sorgerecht. Mein Vater war in Sibirien zurückgekommen, kaputt und Sie sind traumatisiert. Sie sind dann auch mit Ihrem Vater und Ihrer Stiefmutter aufgewachsen. Was hatten die denn für Pläne für Sie? Was sollten Sie denn machen? Was sollten Sie werden? Tja, seine Pläne waren, ich sollte mal seine Firma übernehmen, beziehungsweise einen Mann. Du brauchst keine Lehre. Was war denn das? Sie haben auch in einer Fleischwarenfabrik? Mein Vater hatte eine Fleischwarenfabrik aufgebaut mit seiner zweiten Frau. Nachdem meine Mutter gestorben war, hatte er ja auch die Vormundschaft dann beantragt und war mein Vormund geworden. Und ich musste es durchsetzen, wenigstens noch die 10. Klasse zu machen, zu Ende. Ich war nämlich auf ein Gymnasium gegangen, weil meine leibliche Mutter immer sagte, nichts ist besser als Wissen zu haben. Das kannst du getrost nach Hause tragen. Das kann dir keiner nehmen, war immer ihr Spruch. Und deswegen habe ich es meinem Vater gegenüber durchgesetzt, wenigstens noch die 10. Klasse zu Ende zu machen. Denn er wollte mich gleich rausnehmen. Ja. Sie haben sich diese berufliche Freiheit auch weiter erkämpft. Sie haben Abitur gemacht. Sie haben gegen Widerstände. Sie haben Meeresbiologie studiert. Sie haben dann auch in einer Umweltberatung gearbeitet. Also haben Sie sich, kann man sagen, freigeschwommen? Ja. Ich bin nicht selbstbewusst gewesen als Jugendlicher. Ich beneide die heutigen Jugend, na beneiden will ich nicht sagen, aber ich könnte die heutige Jugend beglückwünschen, dass sie so selbstbewusst ist. Teilweise. Oder viele. Und so selbstbewusst auftreten. Und was gibt Ihnen, wenn Sie sagen, das Singen war meine Rettung und jetzt sind Sie in diesem Chor, nach Jahrzehnten, in denen Sie nicht waren, was gibt Ihnen dieser Chor? Und mein Lebenstraum, der wahr wird. Mhm. Ich stehe auf der Bühne und singe. Wenn Sie noch mal so zurückdenken, Sie haben keine Familie gegründet, jetzt diesen Chor zu haben, ist das auch was gegen Einsamkeit in gewisser Weise? Auf alle Fälle. Es ist ich habe mich nie einsam gefühlt. Ich habe ich hatte immer nur kurzfristige Beziehungen. Ich habe es nie lange durchgehalten. Man muss wissen dazu, dass ich sexuelle Übergriffe leider ertragen musste. Und das hat mich Männern gegenüber ziemlich misstrauisch gemacht. Und ich war dann auch wahnsinnig eifersüchtig, wenn ich einen Freund hatte. Darunter habe ich selber am meisten gelitten. Das fand ich schrecklich. Und jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, weil die Emotionen hochkommen. Ja, das ist auch verständlich, weil man hört ja bei Ihnen wirklich raus, dass hinter dieser Lebensfreude und hinter der Begeisterung, die Sie haben, auch schwierige Erfahrungen stecken und Tiefe stecken. Und wenn Sie von Rettung sprechen und diese Erfahrungen andeuten, dann können wir, glaube ich, nur ahnen, was Sie da erlebt haben. Wenn Sie aber beschreiben, und vielleicht sind in Ihrem Chor ja auch Menschen, die Dinge erlebt haben in Ihrem Leben, was gibt Ihnen auch diese Gemeinschaft? Weil Sie haben von diesem Team gesprochen. Was gibt Ihnen das, gemeinsam mit den anderen auch auf der Bühne zu stehen? Also das ist bei unserem Chor leider im Moment noch, weil wir ganz viel Aufführungsgeschichten natürlich machen. Wir haben die Proben, da haben wir gar keine Zeit. Mhm. Uns groß zu unterhalten. Das bisschen, was als Pause für die Proben gedacht ist,
ist zu kurz, um jetzt groß intime Gespräche zu führen oder in einer großen Runde zu sitzen. Um eine große Runde zu haben, wir sind 40 Sängerinnen und Sänger, da musst du schon einzelne Personen rauspflücken, wenn du da ein bisschen intimere Geschichten erzählen willst. Und da habe ich auch einige, aber im gesamten Chor geht das so nicht. Können Sie denn sagen, also Sie haben, der Chor trägt den Titel Heaven Can Wait. Ja. Ja, genau. Wenn Sie das übrigens mitkriegen, diese Faszination und die Tiefe und Emotionalität von Gesang, von Musik, können Sie das nachvollziehen? Ja, absolut. Ich liebe Musik und wir haben auch sehr viel Musik in dem Haus, in dem ich wohne. Also ich würde sagen, es wäre eher die Vorbereitung für den Himmel. So, ja. Auf der anderen Seite, Heaven Can Wait, nach einem Song von Meatloaf, glaube ich, also der Himmel kann warten. Ist das auch eine Art Motto von das Ihnen? Das war für uns ein Motto. Wir haben versucht, hinterher diesen Namen auch schützen zu lassen. Es ging aber nicht, weil das erste Heaven Can Wait war in den 30er Jahren ein Film von Ernst Lubitsch. Mhm. Und dann kam Meatloaf mit seinem Song und dadurch war das ja nicht mehr exklusiv Heaven Can Wait Chor. Und nun darf sich jeder Heaven Can Wait nennen. Es gibt eine Theatergruppe irgendwo, die heißt Heaven Can Wait und so weiter. Aber ich muss Ihnen sagen, Frau Gutte, es kann sich vielleicht jeder Heaven Can Wait nennen, aber Sie sind was ganz Exklusives im Sinne von einzigartig und besonders. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Gutte. Frau Zimmer, mal ganz unabhängig vom Alter, wie wichtig ist es, dass wir in der Gemeinschaft auch unsere Leidenschaften leben? Absolut wichtig. Also auf jeden Fall, das ist eigentlich der Kern also von Clubleben. Also Club ist ja also natürlich ein Anglizismus, aber wir würden einfach, das Gemeinschaftliche ist das Zentrale. Und ich glaube, das ist in einer immer mehr durch Medien und Individualität bestimmten Welt unheimlich wichtig. Mhm. Und es strukturiert natürlich auch ein bisschen also die Woche und den Alltag. Man weiß, wann man wohin geht und man muss gar nicht die Nähe also der Leute haben. Man muss nicht so eng dicke sein, sondern man weiß aber, das sind welche, die haben ein gemeinsames Ziel, gemeinsames Anliegen und die sehe ich immer wieder. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Herr Nitsche, auch Sie sind Teil einer Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob Sie auch Familie nennen würden. Da kommen wir vielleicht noch zu. Sie sind in einem Verein und ich darf sagen, Sie sind da einer der Jüngsten. Wie ist der offizielle Name des Vereins? Also der offizielle Name unseres Vereins ist Nacktwanderfreunde e.V. Wie es der Name sagt, dreht sich ums Nacktwandern. Mhm. Klingt jetzt vielleicht erst mal seltsam, aber innerhalb Deutschlands ist es zum Beispiel überhaupt kein Thema. Es gibt die verschiedensten Veranstaltungen, wo man jetzt Nacktwandern gehen kann. Siehe zum Beispiel in Thüringen oder im Münsterland unter anderem, auch was ja sehr katholisch geprägt ist, aber halt auch bei uns in Sachsen. Und beschreiben Sie mal, was ist denn für Sie persönlich das Faszinierende, das Besondere daran, nackt durch die Landschaft zu wandern? Also das Schöne daran ist wirklich, dass man sagt, man kommt wieder zurück zu seinen Ursprüngen, wo der Mensch eigentlich mal herkam. Mhm. Man identifiziert sich wieder mit der Natur, weil gerade beim Thema, wenn man wandern geht, ist man ja eigentlich ein Teil der Natur, beziehungsweise man will es sein. Aber indem man sagt, man trägt Klamotten, isoliert man sich eigentlich auch ein Stück weit davon. Trotzdem, Weil das Problem daran ist, wenn man jetzt sagt, man trägt und man wirft diese ganzen Klamotten ab, lernt man erstens, okay, das ist mein Körper. So bin ich halt auf die Welt gekommen mit ihm, wurde entsprechend geprägt von äußeren Einflüssen. Aber man lernt halt irgendwo, okay, das ist mein Körper. Und mit allen Fehlern, die er vielleicht hat, man lernt auch zu sehen, okay, bei anderen Menschen, die sind auch nie perfekt. War das denn bei Ihnen immer schon so entspannt, der Umgang damit? Also ich glaube, Sie sind relativ frei in dem Sinne aufgewachsen, was Körperlichkeit angeht. Aber in der Pubertät, wie war das da bei Ihnen? Da war es schon schwierig, wahrscheinlich wie bei jedem Teenager. Man wird halt geprägt, zwangsläufig durch die Werbung, die eben dieses Ideal vorgibt, was es so gar nie gibt. Und man verschließt sich da auch in irgendeiner Weise. Man sagt, naja, lieber nicht. Aber irgendwann später kam dann halt doch der Gedanke, Mensch, gehst gern wandern, warst in der Kindheit auch gerne nackt. Warum nicht beides miteinander verbinden? Und Sie haben da, also waren schon Freunde in dem Verein oder kam der Impuls wirklich, ach,
jetzt könnte ich doch mal endlich mal wieder nackt wandern? Oder wie kam Sie auf die Idee? Es war wirklich mehr der Gedanke, ich habe einfach gedacht, das war wirklich so aus dem Bauch heraus, guckst du mal, ob beides irgendwie miteinander zu verbinden ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie gehen in diesen Verein, dann ist ja irgendwann die erste Wandertour. Haben Sie da gleich so frei die Hüllen fallen lassen oder war da eine Hemmschwelle für Sie? Also ich hatte das Glück, wo ich damals im Internet gesehen hatte, oh, da ist eine Wanderwoche in Sachsen. Ich hatte damals auch das Problem, nicht unbedingt viel Glück zu haben. Da war auch der erste Gedanke, Mensch, das wird bestimmt wieder irgendwo sonst weit weg sein. Aber hatte dann das Glück, es war direkt in der Sächsischen Schweiz vor der Haustür. Und ja, man kam dann halt so ins Gespräch und kurze Zeit später dann die erste Wanderung. Hab mir da noch gedacht, oh, das wird schwierig. Letztendlich war es überhaupt nicht das Thema. Wir sind damals durch einen kleinen Ort gelaufen, eigentlich auch ein Touristen-Hotspot. Am Ende des Ortes hieß es dann, jetzt werden die Klamotten in den Rucksack gepackt. So, da war dann der erste Gedanke erstmal, okay. Ja. Aber dann irgendwann, als die dann angefangen haben, sich alle auszuziehen, hast du gesagt, okay, lässt du halt auch einfach die Klamotten fallen. Bin ich jetzt dabei. Mhm. So, genauso einfach war es. Man war buff, plötzlich dabei und hat plötzlich auch gemerkt, wie halt, ja, wie so eine Art, wie es der Bernadette sagte, wie so eine Welle über einen kam. Man war plötzlich, es war ganz anderes, das Wandern. Es war wie so ein Gefühl der Freiheit, weil man hat schon beim ersten Aufstieg, der nicht ohne war, schon gemerkt, okay, du bist jetzt nie komplett durchgeschwitzt, hast kein T-Shirt, wo der Rücken klatschnass ist, sondern du konntest einfach sagen, okay, die Luft, die um dich herum war, hast du direkt gespürt auf der Haut. Dein Schweiß wurde sofort getrocknet. Und man hat auch jeden Sonnenstrahl, der da war, an diesem besonders heißen Tag von knapp 40 Grad, hast du wirklich sofort gemerkt, der ist da und wärmt dich auch. Und die Ausrüstung ist dann auch nicht so teuer. Ja, also wir sparen wirklich eine ganze Menge an Schuhen und auch an Funktionswäsche, an Funktionskleidung, genau. Mit wie vielen sind Sie denn dann so unterwegs? Also während der Wanderwoche jetzt speziell oder den Naturistentagen, wie es ja offiziell heißt, sind wir schnell bis zu 50 Leute. Die kommen dann aber auch wirklich aus der ganzen Welt. Also wir hatten Gäste aus Singapur, aus den USA, aus Großbritannien, Slowakei waren viele Leute dabei. Das ist wirklich, der Großteil kommt natürlich aber auch aus Deutschland. Aber wenn ich mir das jetzt so vorstelle, 50 Leute gehen da nackt wandern. Wenn sie dann da so herlaufen in voller Pracht und dann kommt ihnen, was weiß ich, am Sonntag so eine Familie entgegen beim Sonntagsspaziergang. Was kriegen Sie da so für Reaktionen dann? Also das kommt wirklich sehr stark auf die Region drauf an. Es gibt katholisch geprägte Regionen in Deutschland, da ist es problematisch. Aber allerdings auf dem ehemaligen Gebiet der DDR, es ist überhaupt kein Thema. Ist es denn für Sie so, dass Sie lieber unter sich wandern? Also es gibt ja auch so Nacktwanderwege. Oder finden Sie das ganz gut? Also jetzt mal auch mal so von so adrett gekleideten Menschen dann Reaktionen zu bekommen. Also uns liegt es natürlich wirklich am Herzen, auf der einen Art Werbung zu machen für unseren Lebensstil. Ach, das ist dann so ein so eine Werbewanderung. Naja, zum einen, weil gerade, also ich erlebe das in den letzten Jahren wirklich sehr viel, wie eigentlich, weil wenn man es genau nimmt, das ist der einzige Planet, den wir haben, aber wie halt wirklich ein Großteil der Stadtbevölkerung oder überhaupt der Menschen, der Wanderer mit unserem Planeten umgeht. Also wir sammeln zum Beispiel auch Müll ein, der so auf dem Weg liegt in den Wäldern. Mhm. Und das ist halt wirklich eine ganze Menge, was da inzwischen an Müll auch zusammenkommt. Mhm. Vor gut 10, 15, 20 Jahren war das bei Weitem noch nie so schlimm. Ja. Und das sind halt alles solche Themen. Man muss auch sagen, Sie gehen nicht nur wandern, Sie fahren auch nackt Fahrrad, ne? Ich glaube, es gibt auch andere Sportarten. Also es gibt auch Nacktkegeln, habe ich gehört. Auch Nacktfußballspielen. Sind das Dinge, die für Sie auch in Frage kommen? Also für uns wäre es durchaus auch eine Option. Zum Beispiel Nacktkegeln wird ja wöchentlich mindestens einmal in Berlin betrieben. Auch das nackte Fußball gibt es ab und zu mal. Bei uns selber war halt die Nachfrage im Verein bzw. im vormaligen Freundeskreis nie ganz so groß. Aber ich denke mal,
Jetzt mit dem Verein hat man auch ganz andere Möglichkeiten, um auf solche Betreiber von einer Kegelbahn oder auch von einer Bogensportanlage, da haben wir eine bei uns in der Umgebung, dass man da auch mal drauf zugehen kann und sagen kann, hier, habt ihr nicht mal Lust, das ist mal was anderes. Wir spenden noch was für die Vereinskasse. Herr Kühn, Nackt-Tennis, wäre das möglich oder hätten Sie sicher oder hätten Sie Sicherheitsbedenken? Na, Sicherheitsbedenken weiß ich nicht. Also ich habe jetzt wahrgenommen, dass Sie auch ohne Schuhe gehen. Ja. So, das wäre im Tennis natürlich schwer. Ja, ja. Also die Schuhe müssten schon. Also es ist wirklich teilweise. Bei uns gehen einige Leute mit Schuhen in der Sächsischen Schweiz wandern, andere sagen, warum? Sie waren übrigens auch schon nackt im Theater. Wie kam das? Das war, da war ich damals nicht derjenige, der das hauptsächlich initiiert hat. Es war ein Bekannter oder ein Freund aus... Oha, wir sehen hier ein Bild, ein Foto. Ein Flitzer. Ja, Frau Wickitsch, müssen Sie sich an den Anblick erst gewöhnen oder ist das gleich... Nö, ich bin gelernte Krankenschwester. Ah, ja. Ja, dann erklärt das vieles. Also, das war damals rein zufällig, dass ein Freund hatte angefragt, da wurde in Jena das Schauspiel Nackt aufgeführt. Und es kam dann letztendlich dazu, er hat gefragt, ja, wie ist denn das, wenn sowieso schon die Schauspieler nackt sind, können wir das dann im Publikum einfach auch sein? Da hat das Theater gesagt, ja klar, ist überhaupt kein Problem. Es wurde dann auch entsprechend im Internet publik gemacht. Mhm. Und wir kamen dann so Stück für Stück als größere Gruppe alle aus allen Herren oder aus allen Teilen Deutschlands an. Und irgendwann hieß es dann plötzlich von einer Gruppe Studenten, die da ebenfalls mit dabei war. Die kamen erst, war geplant, dass die angezogen dabei sitzen wollten. Haben dann gefragt, das ist ja erstaunlich, kann man hier mitmachen? Nur gesagt, na klar, und plötzlich waren wir 15 Leute mehr. Jetzt ist es so, es gibt wahrscheinlich Leute, die sich angesprochen fühlen, die sich auch anschließen, die das faszinierend finden. Und ich habe mich auch mal umgehört und umgeschaut. Da gibt es ja auch viele, die sagen, ach Mensch, das müsste noch selbstverständlicher sein. Auch der Umgang damit müsste noch selbstverständlicher sein. Es gibt aber auch Menschen, die damit Probleme haben. Also eine Frau schrieb zum Beispiel, ich fühle mich durch nackte Männer belästigt und finde es fast unerträglich, wenn diese an einem Badestrand, also nicht FKK, rumlaufen. Verstehen Sie die Perspektive auch, dass es nicht für alle etwas ist, was Sie so frei aufnehmen, sondern dass es manche sich belästigen? Ja, das verstehe ich schon, weil es gibt halt immer Menschen, die halt sagen, okay, aus welchen Gründen auch immer, die damit ihre Probleme haben mit Nacktheit. Mhm. Aber letztendlich, man kann es niemandem aufzwingen, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen wirklich sagen, okay, die Toleranz, die wir den anderen Menschen entgegenbringen, wollen wir halt auch, dass die uns... Also Sie tolerieren angezogene Menschen sozusagen. Ja. Nee, auch so. Ich würde jetzt nie irgendwie jemanden dafür verurteilen, wenn der sagt, okay, hier, ich habe jetzt meinetwegen ein Problem damit, dass ihr nackt seid, dann machen wir es einfach so. Wir haben ja auch solche Leute, dieses übliche 1% während einer Wanderung. Sollten wir halt auf solche Leute treffen, gehen wir halt einfach an denen weiter. Ja. Weil dann ist das Problem relativ schnell. Es ist ja auch juristisch so, es gibt den Paragraphen 118, Belästigung der Allgemeinheit. Darin heißt es, ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Ist eigentlich das, was wir als Belästigung wahrnehmen, von Kultur zu Kultur, und Sie haben das selbst angesprochen, in Deutschland auch von Region zu Region unterschiedlich? Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Also ich denke, von Kultur zu Kultur auf jeden Fall. Ja. Und in Deutschland, da kam ja die Frage der Region, wurde ja gekoppelt immer mit Religion. Also je tiefer katholisch geprägt, desto konservativer. Und also gerade die ostdeutschen Bundesländer sind ja die am wenigsten religiös geprägten Bundesländer. Und ich glaube, da kann man also schon eine starke Verbindung sehen. Wir haben uns ja auch gefragt, welche Rolle spielt die Gemeinschaft? Sie kämen wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, jetzt zu sagen, Sie sitzen hier nackt in der Runde, oder? Nee, also es geht ja wirklich darum, man selber will sich erstens wohlfühlen. Und wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt alle hier nackt sitzen würden, wäre es sicherlich was anderes. Ja, das wäre Ihr Vorschlag jetzt sozusagen. Ja, ist klar. Nee, aber es geht ja letztendlich darum, man muss es ja nicht unbedingt immer provozieren. Ja. Und wir haben es dann wirklich auch für uns klar definiert, das ist halt unter anderem auch dieser Paragraph 118, der ist ein bisschen, sagen wir mal so, eigentlich in Deutschland überholt, weil er halt wirklich suggeriert, okay, hier wird eine Allgemeinheit belästigt. Da ist halt wieder die Frage, was ist eine Allgemeinheit? Das ist laut der Statistik definitiv die Mehrheit der Bevölkerung.
oder überhaupt die Bevölkerung selber. Und ein Einzelner kann nie eine Mehrheit sein. Selbst wenn sich jetzt ein Einzelner belästigt fühlt und meint, er muss die Polizei rufen. Wir hatten das im Münsterland häufiger schon mal, dass dort die Polizei halt gerufen wurde. Die Polizei sagt dann selber, okay, ihr seid bloß eine Gruppe Nacktwanderer, da wissen wir Bescheid, ihr habt keine sexuellen Absichten. Aber häufig wird halt angerufen, wenn man mit, ihr seid Exhibitionisten. Und das ist aber was völlig anderes, weil das setzt ja eine sexuelle Handlung explizit auch voraus. Also das zeigt, dass es eigentlich gut ist, mehr über sie zu erfahren, sie mehr kennenzulernen, damit man ein kompletteres Bild hat und weiß, dass es mit Sexualität nichts zu tun hat. Gleichzeitig würde ich sagen, muss man natürlich jeden, der sich in irgendeiner Form belästigt fühlt, warum auch immer, erstmal ernst nehmen. Aber ich verstehe das, was Sie meinen. Wenn Sie das insgesamt formulieren, was gibt Ihnen diese Gemeinschaft, dieser Verein, der erst seit kurzem ist? Also mir gibt es vor allem das Gefühl, dass man auf der einen Seite sagt, okay, man ist in einer Gruppe, mit der man gemeinsam was erreichen kann und die weit über einen losen Freundeskreis hinausgeht, weil man halt, wie wir es schon gehört haben, in einem Verein doch nochmal ein ganzes Stück mehr erreichen kann auch. Und das ist halt auch unser Anliegen, gerade in Verbindung auch mit dem Sachsenforst bzw. der Nationalparkverwaltung, wollen wir halt auch gemeinsam dazu beitragen, dass unsere Wälder halt ein Stück weit sauberer werden. Mhm. Und da halt kann man am besten anknüpfen, indem man schon die Botschaft vermittelt, uns geht es um die Natur und wir sehen uns als ein Teil der Natur. Spannend, Sie zu hören und mehr von Ihnen zu erfahren. Vielen, vielen Dank, Herr Nitzsche. Herr Kühn, Sie haben als Tennisspieler mit Deutschland dreimal den Davis Cup gewonnen. Zusammen mit Boris Becker, zusammen mit Michael Stich. Wir haben schon gehört, was Ihnen das Singen bedeutet hat, was Ihnen das Schuhplatteln bedeutet hat, bei Ihnen das Nacktwandern. Was hat Ihnen Tennis gegeben? Tennis ist heute noch mein Leben, absolut. Ich liebe den Sport und bin auch heute bemüht, Menschen, die, also Freizeitspieler, nicht unbedingt Profis, sondern Freizeitspielern, das, was ich als Spieler selbst gelernt habe und auch als Coach, Davis Cup Coach gelernt habe, wissen das zu geben. Weil da geht es mir auch um die Freude am Tennis, die Freude an diesem wunderbaren Sport. Und wenn wir jetzt so die ganzen Gespräche schon zugehört haben, dann geht es ja eben um eine Gemeinschaft, Clubs, ein Zuhause haben, einen sozialen Aspekt auch. Und wenn wir mal uns kurz Gedanken machen, wie wunderschöne Tennisvereine wir in Deutschland haben, auch Österreich, Schweiz und international, aber besonders auch in Deutschland, sind diese Vereine in der Regel in der Natur eingebunden und geben einfach auch, ich sag mal, Jugendlichen, Familien, Eltern, Seniorinnen, Senioren ein Zuhause, was über den Sport auch hinausgeht. Wie war das bei Ihnen? In welchem Verein sind Sie groß geworden als Kind? Bei mir war es ein Verein, das war der Tennisverein Püttlingen im Saarland. Und ich bin klassisch als Kind mit meinen Eltern in den Verein gefahren, habe mit meinem Papa am Ende so mal 10, 15 Minuten ein paar Bälle geschlagen und habe dann meinen Platz an der Tenniswand gefunden sozusagen und habe stundenlang an der Tenniswand gespielt und habe dort irgendwie meine Liebe zu dem Sport entdeckt. Ja. Und wie ging es dann weiter? Wie viel Zeit haben Sie da, als Sie noch zur Schule gegangen sind, verbracht? Also in der Grundschule war es wirklich so nach Hause, Ransen in die Ecke, kurz was gegessen, mit dem Fahrrad ab in den Tennisclub, war den ganzen Nachmittag dort mit vielen anderen Jugendlichen, mit vielen anderen Jungs auch, die dort das Gleiche gesucht haben wie ich. Und dann ging es später in ein Sportinternat. Und von da aus habe ich wirklich täglich Tennis gespielt, kann man so sagen. Mit 12 Jahren ging es in Internat. Das war keine leichte Zeit, die ersten 6 Monate von zu Hause weg. Aber es war der beste Weg für mich damals, um meinen Traum zu leben, meine Leidenschaft zu leben. Ich finde es so inspirierend, wenn Sie sagen, das muss man sich auch mal vorstellen, einen Lebenstraum zu erfüllen im Alter von 69, 70 Jahren. Das ist also, finde ich, wahnsinnig inspirierend. Ich finde es ganz, ganz tolle Geschichte, weil ich selbst als Kind schon die Möglichkeit hatte, dem nachzugehen. Und meine Eltern mich da unterstützt haben, Gott sei Dank. Ja. Was machen die Sportvereine? Ich habe schon mal gefragt, welche Funktion haben Vereine insgesamt in der Gesellschaft? Was machen die Sportvereine aus? Also die Sportvereine sind jetzt also für unsere Gesellschaft und für Integration wahnsinnig wichtig. Und wir müssten also zusehen, dass also möglichst viele, also junge Menschen und Kinder, also wieder in die Sportvereine gehen. Weil ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist in Püttlingen, aber was so die Zahlen sagen, ist, dass wir also so eine Teilung haben, dass eigentlich Kinder, also sagen wir aus der Mittelschicht, und gehen in die Vereine und die anderen gehen nicht mehr in die Vereine. Und wir haben auch ein Defizit, also bei den vielen, vielen Kindern, die aus migrantischen Familien kommen. Und das ist sehr, sehr also traurig. So können also die Sportvereine, was sie mal geleistet haben, nämlich ein hoher Integrationsmotor, also
kriegen sie nicht mehr hin. Was also auch noch wichtig war, immer wenn man also im Verein war und hat sich engagiert im Sport, war dann komischerweise auch ziemlich gut in der Schule. Das passt einfach zusammen und es gibt in der Regel sind eigentlich die erfolgreichen Sportlerinnen, haben auch irgendwie es ganz gut im Beruf geschafft. Und das geht eigentlich unter. Ein Tennisverein hat für mich eine sehr hohe soziale Komponente eben genau aus diesem Grund. Weil eben generationenübergreifend Sport gemacht wird. Man trifft Menschen, die ihre Leidenschaft zusammen leben in einem Verein. Und es bilden sich auch tolle Gemeinschaften, Freundschaften durch diesen Sport. Und das finde ich ganz wunderbar. Ich kenne das auch durchs Fußballspielen. Ne? Egal, wenn man irgendwo im Urlaub mit Leuten auf den Platz geht, egal aus welchen Kulturen die stammen, egal ob man die Sprache kennt, die zeigen ihre Persönlichkeit auf den Platz. Ja? Man lernt sich kennen auf dem Platz. Und zwar richtig. Ist es auch das, was Sport absolut, auf eine spielerische, unkomplizierte Art und Weise. Ja. Kinder spielen miteinander. Kinder brauchen auch, finde ich, Kinder, um einen Sport gemeinsam mit Freude auch ausüben zu können. Und da haben wir in Deutschland, und das möchte ich auch sagen, sind die Trainer natürlich auch gefragt. Die Trainer sind so ein bisschen das Rückgrat dann auch vieler Vereine, die Freude an diesem Sport vermitteln. Denn im Endeffekt, als Trainer willst du erreichen, dass das Kind nach Hause geht und sagt, Mama, Papa, das war so toll, ich will da morgen wieder hingehen. So, und das ist, finde ich, in den Vereinen, die wir im Tennis haben, ganz, ganz besonders. Sie sind aber auch Mitglied eines ganz besonderen Clubs. Sie sind Mitglied des Last Eight Clubs. Erzählen Sie noch mal, was ist das für ein Club? Wer kommt da rein? Also der Last Eight Club ist der Last Eight Club von Wimbledon, von den Wimbledon Championships. Wurde 1986 gegründet von dem damaligen Präsidenten Buzzer Headingham zum 100-jährigen Jubiläum der Wimbledon Championships. Und da wird man Mitglied, wenn man entweder im Einzel Viertelfinale und besser spielt, Doppel-Halbfinale oder besser und im Mixed-Finale oder Sieg. Und gibt es da ein eigenes Clubhaus oder wie haben wir uns das... Wie können ja, es gibt so ein kleines Häuschen auf der Anlage, das ist total nett. Ja. Das hat ja auch dieses, die Anlage in Wimbledon hat ja diesen britischen Charme sowieso, ist ganz, ganz stilvoll natürlich gemacht. Mhm. Es gibt so ein kleines verstecktes Häuschen, das ist dann der Last Eight Club mit einem ganz kleinen Schild. Mhm. Und dort treffen sich dann Last Eight Club-Mitglieder zum Kaffee, zum Tee, zum Kuchen. Es gibt auch eine Happy Hour. Und man bekommt, und das ist das Tolle an der Sache, ja, die Happy Hour, das, genau, also von 18 bis 19 Uhr ist die Happy Hour, okay, ja. Genau. Und das ganz Tolle am Last Eight Club ist eben, dass man auf Lebenszeit tatsächlich selbst ein Ticket bekommt, um das Turnier zu besuchen, plus eine Begleitperson. Wow, das ist ganz besonders, so. Ja. Und sind Sie jedes Jahr da? Ich war in den vergangenen 20 Jahren jedes Jahr da, weil ich auch beruflich dort zu tun hatte. Mhm. Und Wimbledon ist für mich, muss ich auch sagen, das Turnier überhaupt. Gibt weil es diesen besonderen Tradition, Geist? Gibt's ja, den? Es gibt ihn. Es gibt ihn. Er ist schwer zu erklären. Mhm. Ich finde, also wenn man auf die Anlage kommt, dann spürt man so ein bisschen diese ganze Tradition, die diese Anlage, für das die Anlage auch steht. Mhm. Michael Stich hat es mal ganz gut beschrieben. Michael hat beschrieben, er hat ein bisschen öfter am Center Court gespielt, wie ich damals. Mhm. Aber er hat gesagt, wenn man am Center Court spielt, dann ist es so, als ob alle ehemaligen Champions irgendwo, auch die schon auf der anderen Seite des Platzes sozusagen sind, irgendwo alle da sind und einem zuschauen, diese Aura. Und das nimmt man wirklich wahr, das ist ein sehr besonderes Gefühl. Ja. Und wenn Sie dort sind, gibt es doch irgendwelche Schilder mit den Mitgliedern dieses Clubs? Oder, ja, also in diesem, ich sag mal, Häuschen gibt es dann eine große grüne ein großes grünes Schild, sozusagen, ganz groß, also an der Wand entlang. Und dort sind alle Mitglieder des Last Eight Clubs notiert in goldener Schrift. Also grün, Wimbledon grün mit goldener Schrift. Und ich war tatsächlich als ich vor 2 Jahren drin war, habe ich dann einen Freund von mir auch gezeigt, den Last Eight Club mal gezeigt. Und dann hat er mir gesagt, jetzt zeig doch mal, wo stehst du denn? So, und mittlerweile sind so viele Mitglieder, ich glaube, wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um meinen Namen zu finden. Ich habe so ein bisschen geschwitzt, aber er hat es mir trotzdem abgenommen. Ja, dass ich da Mitglied bin. Und wen haben Sie da schon getroffen in diesem besonderen? Ich habe einige Spieler von früher getroffen, viele Doppelpartner zu meiner Zeit. Also Diego Narciso, Gary Muller, das wird Ihnen wenig sagen. Aber ich habe ein Treffen gehabt vergangenes Jahr mit Frew McMillan. Und Frew McMillan war einer von beiden Weltklasse-Doppelspielern, Bob Hewitt, Frew McMillan aus den 70er Jahren. Hat immer so eine Kappe angehabt, hat alles mit zwei Händen gespielt. Und wir haben uns dann über Tennis unterhalten bei einer Tasse Tee. Und das sind diese besonderen Begegnungen, die eben der Last Eight Club so mit sich bringt, weil man eben Spieler, Spielerinnen trifft, die ich früher als Kind noch im Fernsehen gesehen habe zum Beispiel. Ja. Also das ist ganz, ganz toll. Ja. Wussten Sie schon, dass es diesen
Club gibt, bevor Sie Mitglied geworden sind? Nein, also ich habe 88 damals das Viertelfinale erreicht. Dann hieß es am Ende des Turniers, ja, übrigens, willkommen im Last Eight Club. Und ich muss sagen, damals mit 22 war so ein bisschen, ja, okay, weiter geht's. Ja, so ungefähr. Ja. Aber ich muss sagen, die Bedeutung des Last Eight Clubs, die wird mir jedes Jahr mehr und mehr bewusst, weil dieses Besondere an diesem Club ist eben, es gibt dann noch am Samstag in der Mitte des Turniers ein gemeinsames Abendessen im ehrwürdigen All England Tennis Club, also wird auch eingeladen. Also es ist ein ganz wunderbarer Club, in dem ja auch viele von früher, heute noch Tennisspieler von heute zusammenkommen. Man muss dazu sagen, Sie sind ins Viertelfinale gekommen und damit in diesen Club durch einen Sieg gegen Jimmy Connors. Ja, ehemaliger Wimbledon-Sieger ist nicht irgendwas. Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Spiel? Oh, da habe ich noch sehr gute Erinnerungen, weil die Emotionen natürlich damals sehr groß waren. Es war ein Match auf dem damaligen Platz 2, das war ja der Friedhof der Stars. So ging es schon mal los. Ich habe dann die Ansetzung gesehen, habe gesagt, gegen Connors am Friedhof der Stars. Das wird was. Das wird's. Ja. Wo sonst? Wo sonst? Genau. Und dann haben wir gespielt. Ich habe den ersten Satz verloren, 5-7. Ich glaube, den zweiten 7-5 gewonnen. Und im dritten stand es dann 6-6. Es sollte mit dem Tiebreak losgehen. Wir sind bereit, es regnet. Okay. Und dann wird ja sofort der Schulschiedsrichter weggerollt, rausgerollt, die Plane über den Platz gezogen. Wir haben es also gerade noch vom Platz geschafft. Und dann ging es am nächsten Tag weiter. Die Nacht war, wie soll ich das beschreiben, also von Nervosität geprägt. Macht man natürlich Gedanken, wie fange ich an, der erste Punkt, der Tiebreak ist richtungsweisend, also irre. Und dann ging es am nächsten Tag los und ich habe mich dann in der Halle eingespielt, kam dann so ein bisschen nass geschwitzt schon auf den Platz und sah, dass Connors nicht nass geschwitzt am Platz kam und habe schon ein bisschen die Faust geballt, so in der Tasche. Und dann habe ich den dritten Satz gewonnen, im vierten schon Matchbälle gehabt, war aber so nervös, dass ich den Schläger nicht nach vorne gebracht habe, muss man wirklich sagen. Und Connors das natürlich direkt gemerkt hat. Ja. Und ausgenutzt. Und ausgenutzt natürlich, ja. Und dann war es im fünften Satz, stand es dann 3-3. Und dann kann ich Ihnen keinen Ball mehr schildern. Außer dem Matchball, den ich dann nach dem Fernsehen gesehen habe. Und das war auch der Grund, warum ich gewonnen habe. Ich war wirklich so in diesem Flow und habe gespielt, aber Gott sei Dank nicht drüber nachgedacht, was jetzt hier gleich passieren könnte. Toll, das mit Ihnen noch mal so zu durchleben. Das ist wirklich super. Jetzt erinnern wir uns an Szenen. Wir sehen hier auch noch mal einige aus dem Spiel. Aber wenn Sie weiterdenken, was wir ja nie mitkriegen, ist, wie ist es danach? Also was ist in den Umkleidekabinen? Was tut sich hinter den Kulissen? Was hat sich danach? Also damals, das war ein Ausschnitt aus Platz 2. Meine Umkleide war auch die Umkleide bei Platz 2. Ja. Es gibt auch die Umkleide 1 unterm Center Court. Da sind dann die Topstars drin. Und ich bin dann in meine Umkleide 2. Die ist relativ schnell beschrieben. Sehr spartanisch, nicht so viel Luxus. Das sieht in der 1er Umkleide anders aus. Ich habe mich dann hingesetzt und mir ist sofort schlecht geworden. Ich habe richtig Magenschmerzen gekriegt, weil in dem Moment natürlich die ganze Anspannung abgefallen ist. Und dann musste ich zur Pressekonferenz. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich mich wirklich gefangen habe. Also ich war auch emotional komplett durch. Fertig. Ja, so komplett fertig auch. Ja. Weil da wirklich alles wie ein Film noch mal vor mir abgelaufen ist. Mhm. Und damals, ganz witzig, kam Jon Tiriak zu mir in die Umkleide. Mhm. Der sich ja damals um Boris gekümmert hat, aber durch die Davis-Cup-Verbindung natürlich kannten wir uns. Genau. Mhm. Und er kam direkt nach dem Sieg zu mir und sagt, Kühnen, gratuliere. Du hast ein Tennismatch gewonnen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das fand ich, das hat mir sehr geholfen in dem Moment, weil es sehr vieles so auch wieder eingeordnet hat, sofort. Mhm. Und natürlich hat er recht gehabt, es war ein Tennisspiel. Nicht mehr und nicht weniger. Klar war es gegen Connors und natürlich war es Wimbledon. Aber diese Aussage hat mir damals sehr geholfen, sofort wieder so wirklich Boden unter den Füßen zu bekommen. Sie waren dreimal Davis-Cup-Sieger. Sie haben das Viertelfinale von Wimbledon erreicht. Sie haben nicht nur gegen Connors gewonnen, sondern auch gegen Wielander, gegen Lendl, gegen viele andere, Andre Agassi. Erstmal Gratulation. Tennis ist Ihr Leben und das haben Sie erreicht. Jetzt haben Sie auch gesagt gerade, das hat mich wieder runtergeholt. Mhm. Im Tennis spielt ja Geld eine große Rolle, damals, heute umso mehr. Mhm. Ist es Ihnen leicht oder schwer gefallen, diese Bodenhaftung zu behalten? Es ist mir nicht schwer gefallen. Mhm. Ich komme aus einem, muss ich sagen,
Elternhaus, wir hatten zu Hause Bäckerei, Konditorei. Mhm. Und damals ging es schon so los, dass ich mit 16, 17 zu meinem Papa gesagt habe, ich möchte Tennisprofi werden. Und mein Vater und meine Eltern haben mich immer unterstützt, so gut es ging. Und ich war auch damals im Sportinternat und habe dann mit 17 die Möglichkeit bekommen, die Schule zu verlassen. Damals für ein Jahr. Mhm. In dem einen Jahr lief nichts. Ja? Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ich möchte aber weitermachen. Mhm. Und dann hat mein Papa gesagt, ja, dann probieren wir noch ein Jahr, wenn nicht, kommst du zu uns in den Betrieb. Und war aber so schlau und hat mich immer wieder mal so überraschenderweise nachts um 3 wach gemacht. Wenn wir so eine Lieferung hatten mit Pflaumen, die müssten entkernt werden, dann bin ich um 3 Uhr morgens in die Backstube runter und saß dann da 3-4 Stunden und habe dann auch schon sehr früh gelernt, was es heißt, in diesem Beruf zu arbeiten auch. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, früh sehr geholfen, was man erst so ein bisschen im Rückblick ja auch dann lernt. Und nach der Karriere, muss ich sagen, hatte ich auch keine einfache Zeit. Ich hatte eine schlimme Verletzung mit 28, Bandscheibenvorfall, Fuß gelähmt, war lange raus. Und diese Wertschätzung für den Sport, auch nach dieser langen Verletzung, die hat mir auch sehr geholfen, Dinge, denke ich, richtig einzuordnen. Und habe danach auch angefangen, als Trainer zu arbeiten mit Nachwuchsspielern. Bin dann wieder zu den kleinsten Turnieren gefahren, wo ich schon war mit 18, da wieder hin zurück mit anderen Spielern, denen ich geholfen habe. Und es hat mir eigentlich sehr geholfen, sage ich mal, das in Anführungszeichen ins normale Leben, glaube ich, wieder zurückzukehren. Es ist echt schön, Sie kennenzulernen. Aber diese Situation, plötzlich viel Geld, das ging auch Ihnen so, Frau Vikic. Sie sind Gründerin des SKL Millionärsclubs, eines Clubs für Lottomillionäre. Aber zunächst mal zu Ihnen. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, als Sie dieses Los gekauft haben, das ja im Nachhinein Ihr ganzes Leben auch verändert hat? Ja, also das Los habe ich gekauft in meinem kleinen Boutique. Es war nichts los irgendwie. Ja. Da habe ich gedacht, na probier es mal so. Ne? Es war einfach, ich habe noch nie vorher gespielt. Noch nie? Nein. Es war das erste Mal. Da fangen andere an mit System und so. Ja, ja. Nein, ich habe vorher noch nie gespielt. Aber an dem Tag war es wirklich so, ich stand da so alleine. Und dann kam das Angebot, also da wurde ich noch angerufen, obwohl ich da sehr skeptisch war. Und dann haben wir gedacht, was soll's, ich probiere mal. Ich habe die Sendung im Fernsehen gesehen, ein paar Tage vorher. Ja. Und dann haben wir gedacht, das wäre toll, wenn ich da jetzt mal hinkommen würde und auf den Stuhl landen würde, hättet man ja schon so 5.000 Euro. Also das war ja diese 5 Millionen schon, ne? Ja, genau. Haben Sie denn dieses Los oder haben Sie das irgendwo hingepackt und nicht mehr dran gedacht? Genau. Und, ja? Ich habe das zugeschickt bekommen und das lief eben von meinem Konto, also jeden Monat abgebucht. Ich hatte das schön deponiert in so ein Kästchen und haben eigentlich nicht mehr daran gedacht. Und dann war irgendwann klar, Sie sollen in diese Show kommen. Und das heißt, wie der Name schon sagt, 5-Millionen-Show, der Hauptgewinn sind 5 Millionen. Haben Sie da schon mal so überlegt, ach, wenn ich das jetzt werden würde, was könnte ich denn da Schönes mitmachen? Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Also für mich war einfach, ich bin dabei, ich bin von 120 jetzt bei den letzten 40 Kandidaten, die in die Show darf. Und mein Ziel war 5.000. 5.000, das müsste doch zu schaffen sein, also war ja zu schaffen, wenn man auf den Stuhl gegenüber von Herrn Jauch kommt. Ja, dann sitzt da Günther Jauch, genau. Ja. Und können Sie sich darüber überhaupt noch dran erinnern, an diesen Moment, als Sie erfahren haben, Sie kriegen hier diese 5 Millionen? Also das sollte sich jeder hier mal vorstellen, was das für ein Moment wäre. Es ist wirklich unglaublich. Ich hatte persönlich wirklich einen Filmriss. Ich weiß es vom Erzählen, vom Videogucken. Ja. Ansonsten, es ist unglaublich. Man kann es gar nicht glauben. Wie lief der Abend denn? Wir haben gerade gesprochen, wie es weiter lief nach dem Sieg gegen Connor. Wie lief denn der Abend weiter? Was haben Sie gemacht? Also man wird ja dann auf die Bühne gebeten. Ich bin halt nur mitgegangen. Man hat mich hingeschoben. Ich habe mich halt hingestellt. Aber ich hatte einen wahnsinnigen Durst. Ich hätte, glaube ich, das ganze Tablett austrinken können, weil man sitzt da, das ist das Studio. Man hat das ja nicht mehr in seiner Hand.
Und am Abend, gab es dann eine Party oder wollten Sie allein sein? Nein. Also ich wurde dann auf die Seite genommen, und dass man, was alles so auf mich zukommt. Und dann habe ich zu meinem damaligen Lebensgefährtigen, heute mein Mann, uns an den anderen vorbeigeschlichen ins Hotelzimmer, und wir wollten endlich mal diesen Moment für mich, für uns haben. Aber wir haben nicht geschlafen, wir haben ständig den Scheck angeguckt, wir haben meine Blumen gerochen. ich sagte zu ihm, zwick mich, weil ja, ist das nur ein Traum? Nein, es ist kein Traum, also es ist wahr. Ich wollte erst einmal Ruhe da. Ich wusste, ich habe einen kleinen Schwips, ich muss wieder nüchtern werden. Okay. Und ich habe dann das erstmal geparkt für Zeit lang, so nicht mehr, also ein bisschen was weggenommen, dass man doch was unternehmen könnte und spüren tut, dass man wirklich ein Batzen Geld gewonnen hat. Und das andere erstmal parken, nicht mehr drankommen, bis man wieder nüchtern ist. Und was haben Sie sich zuerst gekauft, ob in der Phase des Rauschs oder in der Nüchternheit? Was war das? Also in der Phase des Rauschs haben wir Pretty Woman umgekehrt gemacht. Das heißt? Ich muss aber erzählen, wir waren ja einen Monat vorher in Monaco und sind da die berühmt-berüchtigten Straßen entlang gegangen, haben die Schaufenster geguckt, und mein heutiger Mann, der sagte, ach, da stehen ja gar keine Preise drin, das ist sauteuer. Und ich so ganz lässig, ja, du, wenn ich gewinne, ich kleide dich da ein. Ne? jetzt war ich natürlich auch in Zuchtzwang. Ne? Also ich musste das dann auch tun, das hatten wir dann auch in München gemacht. Ne? Und dann haben Sie ihn, er konnte dann einfach kommen und hat dann richtig zugeschlagen. Er dürfte dann so viel einkaufen, was er anziehen konnte. Jetzt stelle ich mir aber vor, irgendwann haben Sie ja gesagt, sind Sie nüchtern. Ja. Wie hat das Ihren Alltag verändert? Also mein Alltag hat es so verändert, dass der jetzt, ich habe irgendwann einmal aufgehört, meine kleine Boutique zu führen. Sie hatten Krankenschwester gelernt, hatten eine Boutique, Mhm. Ich habe ja Zeit gewonnen. Zeit, die Freiheit, dass ich auch den Urlaub länger machen kann als eine Woche. Weil als Selbstständiger eine Woche, gerade mit Kundenverkehr, das ist nicht so gut. Ne? Und Angestellte hatte ich nicht. Ne? Aber wir haben auch einige Bilder da, weil man sich ja schon fragt, wie verändert sich vielleicht auch auf Dauer Ihr Leben? Ne? Wenn wir diese Bilder sehen, das war ein sehr schönes Haus, haben wir da gerade, dass das Innenleben, würden Sie schon sagen, Sie sind auch Luxusfrau heute? Bisschen, sieht ein bisschen so bisschen aus. Bisschen. Ja, also ich habe ja, wir haben keine Kinder, also ich darf sie auch. Also es muss nichts übrig bleiben. Mhm. Ist es denn so, wenn ich mir das jetzt vorstelle, das ist ja jetzt schon eine spezielle Welt, wenn ich die Marken da sehe und wie gesagt das Ambiente. Was war denn mit Freunden, die Sie vorher hatten oder mit Nachbarn, so, die Sie kannten, als Sie, was weiß ich, Ihre Boutique hatten? Ja. Ist das problematisch gewesen oder war das selbstverständlich, dass Sie jetzt... Also viele haben sich sehr, sehr gefreut für mich, aber es gab auch Berührungsängste. Wie gehe ich jetzt mit der Wesna um? Die hat 5 Millionen. Ach, die geht jetzt bestimmt woanders einkaufen, bis sich das alles gelegt hat. Und ja, ach, die ist ja immer noch die gleiche. Muss man den Leuten ein bisschen Zeit lassen. Sind auch Beziehungen zerbrochen? Ja, also ich habe auch ein Freundespaar verloren, weil irgendwie da... Also mein Gefühl nach und auch was das Umfeld sagt, die können dann nicht umgehen, wenn jemand so ein bisschen mehr als sie hat oder am ersten Platz steht und sie selber am zweiten. Gibt es vielleicht auch manchmal die Erwartung, ach, jetzt hat sie so viel. Jetzt kann sie jetzt, mir ja was geben. Könnte, genau. Ne, Frau Guttes, jetzt könnte sie uns ja auch mal ne, so ein bisschen was rüberwachsen lassen. Ja, aber damals, wie ich gewonnen habe, 2005, waren ja 5 Millionen Arbeitslose. Wenn ich jeden 1 Euro gegeben hätte, wem wäre es geholfen? Ja, aber jetzt mache ich mal eine Gegenrechnung auf. Also wenn Sie jetzt sagen würden, Sie haben 5 Millionen und 1 Million davon, ein Fünftel verteile ich unter meiner Familie und unter den besten Freunden und verbessere die Lebenssituation. Haben Sie an sowas gedacht? Das Erste, was ich gemacht habe an dem Abend, wo ich gewonnen habe, habe alle
die nicht rangekommen sind, die nicht diese 5.000 Euro erspielt haben oder gewonnen haben, habe ich ihnen überwiesen. Hm, okay. Das war meine erste Amtshandlung. Okay. Aber spüren Sie im Alltag schon mal so eine Erwartung oder dass da sowas dazwischen steht? Ja, jetzt müsste sie ja eigentlich bezahlen, wenn man ins Restaurant geht oder so. An solchen ganz einfachen alltäglichen Dingen? Ja, es gab am Anfang manchmal öfters, menschlich. Aber es gab auch manche Lokale, wo gesagt haben, du musst zahlen, wenn sie am Tisch ist. Also es, nicht meine Gäste mit mir am Tisch, sondern eher dann der Betreiber. Was? Du musst zahlen, wenn die Millionärin da sitzt. Also ich war ja dann, also ich habe ja dann keinen Namen, sondern dann bin ich die Millionärin. Sie haben ja dann den Millionärsclub gegründet. Ja. Warum? Ganz einfach. Also ich habe ja alle, die vor mir gewonnen haben, schon aus dem Fernsehen gekannt und habe mich immer schon gefragt, was wird aus denen geworden sein oder wie geht's ihnen? Und hätte da schon gern das ein oder andere erfahren, also schlicht und ergreifend meine Neugier. Jetzt war ich die Gewinnerin. Jetzt war aber dann meine Frage, die haben das ja schon miterlebt. Jetzt will ich wissen von denen, wie fühlt sich das an, nach Hause kommen, zu den Freunden, wie geht es weiter? Wir waren im Fernsehen, Sie waren ja auch bekannt, Sie sind ja nicht anonym gewesen, sondern das Prinzip war, Sie wurden nicht nur reich, sondern auch bekannt. Ja, und das wollte ich einfach von den anderen erfahren und Hilfestellung haben, weil sie haben es erlebt. Und ich habe den Vorschlag bekommen, gemacht, lass uns doch mal treffen, so einmal oder zweimal je im Jahr. Und da war ich wohl so zielstrebig, wie mein Mann sagt, und habe die da irgendwie verabredet, dass wir uns wieder sehen, einmal im Jahr. Und so ist es bis heute? Ja, wir treffen uns einmal im Jahr, wenn nicht öfters, und daneben ganz wunderbare Dinge. Wir bereisen Deutschland. Also wir haben Haufen Städte schon in Deutschland durchgemacht, von Hamburg, Berlin, Bremen. Wir schauen uns den Kiez an, die Schokoladenfabrik, Parfümerie, Musical jetzt erst in Köln, das Moulin Rouge. Wir teilen Zeit und ein Erlebnis miteinander und dadurch eine Erinnerung. Und Sie reden auch miteinander. Also ist das ist über diese Themen auch wahrscheinlich immer noch. Ist es dann so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe für Neumillionäre? Stimmt. Den Satz sagte ich mal. Ja, damals war es aber auch nötig, weil es sind immer noch 5.000 bis 6.000 Zuschauer am Fernsehen gewesen, die uns gesehen haben. Und ich fand es schon wichtig. Ich hatte ja eine Boutique. Und durch die Selbstständigkeit schon auch ein gewisses Auftreten. Und trotzdem wollte ich da Hilfestellung. Und die Hilfestellung gaben mir meine Gewinnerkollegen, das geht vorbei, in einem halben Jahr bist du wieder vergessen. All die Sachen. Und das habe ich dann eben gesagt, Selbsthilfegruppe. Aber eigentlich ist es ein Treffen. Glückspilze. Wir sind alle Glückspilze und wollen uns diesen Glücksmoment bewahren. Wenn Sie das so von außen hören, macht das durchaus Sinn, sich da so zusammenzufinden? Oh, da gibt es ganz viele Beispiele. Das ist ja ein tolles Beispiel. Also der Club der Glückspilze. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Es gibt also einen Verein, Frauen erben anders. Da geht es auch darum, was macht man damit, wenn man plötzlich also Geld bekommt, wie legt man das sinnvoll an, dass man keinen Unsinn damit macht, dass man es auch behält. Und dann gibt es natürlich auch auf der bisschen traurigen Seite, also ein ganz berühmter Club in dieser Richtung, ist zum Beispiel Anonymen Alkoholiker, gibt es auch andere Gruppen, die Weight Watchers, also diese Funktion von Vereinen, dass man also sich selbst hilft, indem man mit den anderen also ein Glück oder ein Leid teilt, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe von Vereinen. Was würden Sie denn sagen, welchen Rat geben Sie den neuen Mitgliedern? Denn Sie kriegen ja Nachwuchs, ja, bei anderen, ja, die müssen sich um Nachwuchs bemühen, aber bei Ihnen rückt ja was nach. Ja.
Welchen Rat würden Sie denen geben? Die Rat. Also ich sage immer, behaltet Ruhe, erst einmal wieder nüchtern werden und natürlich auch Nein sagen zu lernen. Weil man kann nicht everybody's darling sein und überall Ja sagen. Und das sind die wichtigsten Ratschläge, die ich jetzt jemandem auf den Weg geben würde. Macht Geld glücklich? Ja, natürlich macht Geld glücklich, weil deswegen gehen wir auch in die Arbeit, um einen gewissen Status, Leben zu erarbeiten, den Kindern eine gute Schule zu ermöglichen. Natürlich macht Geld in dem Bereich glücklich, wenn ich das dann meiner Familie, meinen Kindern ermöglichen kann. Mhm. Aber nur Geld, also das ist auch meine These, wenn ich vorher unglücklich war, werde ich auch mit diesem Geld unglücklich. Und können Vereine glücklich machen? Ja, ich denke schon. Also wir haben ja viel gehört in dieser Runde. Also Gemeinschaft, Erfüllung eines Lebensziels, Freunde halten und immer wieder aktualisieren, aus ziemlich blöden Verhältnissen aussteigen, eine traditionelle Form individualisiert neu leben und also Ökologie mit Selbstbestimmung also verbinden. Also ich denke schon. Super Zusammenfassung, oder? Willkommen im Club. Vielen Dank, Frau Wekitsch. Vielen Dank an die gesamte Runde. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Der Sinn in meinem Beruf. Und hören Sie gerne auch mal rein in unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Und danke nochmal an alle. Dankeschön. Danke.